Zu früh, Engel. Ich bin noch nicht tot. Mag sein, aber du stehst direkt vor der Himmelspforte. Vielleicht. Aber entschuldige mich, ich habe noch etwas Wichtiges zu erledigen. Blödsinn. Was kannst du schon tun in deinem erbärmlichen Zustand? Du kannst nicht mal den Revolver stillhalten. Wir werden ja sehen. Ich brauche 2 oder 3 Treffer, um das Monster zu erledigen. Verdammt! Hier schießt du! Hey, wo ist es? Es ist tot. Wirklich? Danke. Ich glaube, meine Zeit ist abgelaufen. Hey, Engel! Ich bitte dich nicht, mich in den Himmel mitzunehmen, aber könntest du für mich beten? Du spinnst wohl. Nie im Leben werde ich für dich beten. Aber ich bin in deiner Schuld, weil du mir das Leben gerettet hast. Okay, ich helfe dir. Sei still! Reiß dich zusammen! Okay.
Gehen wir. Steh auf, oder ich lass dich hier zurück. Was hast du? Ich spüre keinen Schmerz mehr. Ich bin geheilt. Ja, und? Ich hab dich geheilt, na und? Du? Du hast mich geheilt? Aber ich war so gut wie tot. Ich begreif's nicht. Du bist also wirklich ein Engel? Sei kein Dummkopf. Glaubst du wirklich, dass es Engel auf Erden gibt? Ich bin nur ein Medium, das einen kleinen Heilzauber beschworen hat. Ich bin Edward J. Plunkett. Entschuldige meinen Aufzug, aber wenn ich dich so ansehe, dann... Nein, ich bin nicht wie du. Und du hast hier sicher nichts verloren. Was machst du eigentlich hier? Es geht ein Gerücht. Ein Gerücht? Ich habe es in London aufgeschnappt. Der Sohn einer reichen Familie soll ein altes Kloster gekauft und für Unsummen zu seinem Domizil umgebaut haben. Nun, man sagt, er habe zahlreiche Dirnen hierher verschleppt. Was für ein Leben. Und wo ist dieses Kloster? Das wüsste ich auch gern. Ich bin den ganzen Weg hierher gekommen, um diesem reichen Bastard eine Lektion zu erteilen. Bisher habe ich nichts gefunden. Dann hat mich dieses Monster angegriffen und fast getötet. Wärst du nur etwas später gekommen, hätte es mich bereits zum Abendessen verspeist. Tja, hätte ich doch nicht dieses Pferd gekauft. Es ist einfach zu schnell. Dann würdest du mir jetzt wahrscheinlich als Nachtischgesellschaft leisten. Kein übler Gedanke eigentlich. Sei endlich still, oder ich lass dich hier zurück. Ich heiße Kudelka. Ich erklär's dir nur einmal, also sperr deine Ohren auf. Wenn du hier lebend rauskommen willst, bleib in meiner Nähe. Kapiert? Klar, ist mir eine Ehre.